Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains and World und wir gehen nochmal auf Rapid Transit heute. Wir werden eine Eurosprinter-Reise machen und zwar der Nachtfahrer steht heute an. Den habe ich mir erstmal vorgenommen, der ist nämlich relativ kurz, den schaffe ich in der kurzen Zeit, gesehen haben wir den auch noch nicht. Und die anderen zwei Szenarien, da müsst ihr mal gucken, irgendwo zwischen Folge 30 und Folge 50 sollten die auch sein. Ja, ich muss sie mal wieder aufholen. Mit dem Update sind ja leider die Fortschritte da nicht grün angehakt, aber man sieht es, wenn hinten dran die Medaillen leuchten, dass ich schon gemacht habe. Also das passt. Der Nachtfahrer mit der Taurus. Willkommen in Rackwitz. Sie werden diesen Nachtzug nach Bitterfeld fahren und unterwegs an allen Stationen halten. Nachtzug? Es ist 18.50 Uhr. Steigen Sie ein und bereiten Sie alles für die Abfahrt vor. Also die Lok ist komplett dunkel, das heißt, wir müssen die einmal komplett aufrüsten. Das ist ja auch mal ganz nett. Gucken wir erstmal. Machen wir erstmal die Batterie an. Der Batterieschalter da. So, eins. Jetzt warten wir, bis D, C, B und A anspringt. So, dann setzen wir uns mal hin. Dann kontrollieren wir mal kurz hier. Das FT95 können wir hier bedienen. So, einmal nach Bitterfeld. Ist hinten nicht angezeigt. Da müssen wir einmal nach hinten laufen. Hat ja keinen Sinn. Weil wir hinten weder einen Zugschluss haben, noch haben wir hier drinnen Licht. Das müssen wir auch noch anmachen. Ups, ja, ich muss mal hier wieder auf die normale Ansicht gehen. Weil Fahrgäste wollen auch Licht haben, wenn sie hier schon fahren. Mit diesem hochmodernen Doppelstock-Triebgerät. So, jetzt haben wir Licht. Schublade wieder zu. Da, hat sich eine S-Bahn verirrt. Und sie kann durch geschlossene Türen laufen. Ist aber nett. So, einmal zwei rote. Hä? Ist er noch eigentlich an? Geht nicht. Okay. Dann laufen wir nochmal nach vorne. Tja, irgendwas stimmt da mit dem Gerät nicht. Dann rüsten wir das Ding erstmal auf und gucken dann mal. So, setzen wir uns hin. Hauptschalter auf neutral. Dann lassen wir die Bremsen mal aufladen. Theoretisch sollten die Bremsen aufladen. So, Strom haben wir. So, heben Sie den Stromabnehmer. Jawohl. Hauptschalter. So, Bremsdruck lädt auf. So, überladen können wir nicht. Da hoffe ich mal, dass wir das Problem mit der Bremse heute nicht haben. Ich kann ja mal gerade mal gucken, wie heißt das Ding? Bremsüberlastung. Gucken wir gerade mal in der Steuerung drin. Warte, da ist die Steuerung. Maus und Tastatur. Da gibt es wahrscheinlich keinen. Gibt es wahrscheinlich keinen Knopf für, kein extra. Aber da wollen wir erstmal auf 5 Bar aufpumpen. Das sollte jetzt relativ schnell gehen. Hauptluftleitung ist ja jetzt über 5 Bar gefüllt. So, jetzt will die Hauptluftbehälterleitung, das ist der rote Zeiger, natürlich auch noch ein bisschen nach vorne gehen.
Walalala. Na komm. So, Zugbremse auf volle Leistung. B1. Türen verriegeln. Dürfen wir schon. Ist doch voll der Beat, ey. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hinten Zugschluss. Nö, haben wir immer noch nicht. Da auch nicht. Aber was ist denn los hier? Dann machen wir mal so. So, jetzt haben wir Zugspitze, aber immer noch kein Zugschluss. Naja, dann geht das wohl nicht. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Na, wie immer mit der AFB hier. So, wenigstens haben wir das Bremsproblem heute nicht, was wir im Livestream hatten. So, was haben wir da vorne? 60er Ausfahrt. Und direkt in der LZB. Ja, ist doch nett. Dann können wir noch mal ein bisschen fahren hier. Dann können wir den Hebel auch auf den Tisch packen. Wir können eh nur so schnell fahren, wie die LZB es zulässt. Lösen Sie die Bremse, wenn Sie bereit sind. Ja? Alter, willst du mich ver... Ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Lösen Sie die Bremsen, wenn Sie bereit sind. Die Bremsen sind gelöst, Alter. Lösen. Lösen. Tja. Muss ich mir mal aus den Zehen schneiden, wo der erste Halt ist, den wir hier anfahren sollen. Ein bisschen die Map im Auge behalten. Also die Map zeigt mir noch gar nichts an, ne? Ah, Leute, ey. Kaputt gepatcht, das DLC. Aber die Geschwindigkeitsschwellen der LZB sind auch nicht richtig. Ja, müssen wir jetzt mal auf gut Dünken fahren hier. Aber fahren wir schon wieder Richtung Süden, oder? Tatsächlich. Er will die Bremse nicht lösen. Er meint die Parkbremse, ja. Ich glaube, aufschalten können, während die Federspeicher an ist. Ich glaube das nicht, ey. Nee. Also Rapid Transit werde ich morgen nicht weitermachen. Wir werden morgen ganz normal im Takt weitergehen. Das gebe ich mir nicht eine ganze Woche, sorry. Dann lieber morgen Rhein-Ruhr-Osten oder mein Spessart mal wieder ein bisschen fahren. Das gebe ich mir nicht. Also, ich würde sagen, DLC kaputt gepatcht. Die Lokomotive hat keine Lampen mehr. E-Bremse funktioniert. Hui. Zugschluss haben wir immer noch keinen. So, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Rechte Türen öffnen, machen wir. Oje, Mine. Wie soll ich mit dem Quatsch zurechtkommen?
Jetzt hundertprozentig, dass der hier auch wieder nicht komplett löst. Da ist er. Ah, der löst komplett. Ich glaube das ja gar nicht. Auch wenn ich den anlege. Gucken wir gleich nochmal. So, hier haben wir in der letzten Folge ja, glaube ich, schon die ganzen Achievements gefunden. Brauche ich nicht mehr suchen. Weil ich da gerade was sehe. Steigen wir mal schnell aus. Haben wir nochmal eins gefunden. Sehr gut. So habe ich mich das vorgestellt. So, Rapid Transit ist auch dann weit weg erstmal. Mit 6,8% nach dieser Runde. Ah, schade. Den darf ich da ja nicht mit reinzählen, das ist ja eine extra Nummer. Das muss ich gleich nochmal kontrollieren, weil wir haben ja die BR-182, ist ja ein eigenes Ding. So, beide verriegeln. Weil da muss ich nachher aber nochmal suchen. So, und Bremse lösen, ja, diese... Die E-Bremse ist schon wieder nicht eingekuppelt. Oh, ey. So, dann gehen wir hier oben auf Rapid Transit. So, Delitzsch, der nächste Bahnhof. Ich glaube, wir fahren sogar mit der LZB bis Dessau durch. Rein hoch auf die LZB, die bremst ja automatisch. Sobald Geschwindigkeitsänderungen kommen. Aber wir fahren jetzt vielleicht eher auf Halt. Kann ich mal ein bisschen rollen lassen. Hier sind wir natürlich wieder Vorplan. So soll das sein. Haben wir die Verspätung wieder reingeholt, die wir am Start gemacht haben. Du stehst ziemlich nah an der Bahnsteigkante, Elvis. So, und da wir jetzt ein paar Sekündchen Zeit haben, würde ich kurz die Türen aufmachen. Was ist los? So, dann laufen wir kurz nach hinten und versuchen das mit der Zugschluss nochmal. 2 Minuten haben wir für den Spaß. So, der Zugschluss ist da auf jeden Fall mal an. Also hier ist gar kein Strom. Wahrscheinlich, weil die Batterie hier aus ist.
Jetzt haben wir Strom. Wunderbar. So, FT95. Geht auch nach Bitterfeld. Dann sollte das jetzt funktionieren. Schatten zu, Affe tot. Gehen wir kurz hier in den Keller. Weil wir haben ja noch eine Minute Zeit. Ja, macht doch Platz hier, Leute. Ich bin doch der Babbo. So. Schauen wir, ob wir hier nochmal was haben. Sieht nicht so aus. Andere Seite. Also nicht verwundern, dass die Harttafeln hier schwarz sind. Das war in Ostdeutschland tatsächlich bei der Reichsbahn so. Also das ist schon richtig. Was kommt denn hier oben? Nix. Haben wir hier. Petersroda, Bitterfeld. Sehen wir uns nicht auf dieser Welt, so sehen wir uns in Bitterfeld. Nein, Scherz am Rande. So, warte. Vom Ablauf her. Wir fahren schon. Ne, wir fahren. Es hat sich nur bis Bitterfeld. Das ist ja. Ja, okay, ein relativ kurzes Szenario. Habe ich aber auch so ausgesucht. So, die E-Bremse ist wieder nicht eingehakt. So, dann lösen wir den mal wieder. Dann warten wir mal, dass die Abfahrtzeit da ist. Von Petersroda, 5 Kilometer. Schön mit LZB, dass wir auch ja keine Arbeit haben. Mal gucken, ob das mit dem LZB-Ende-Verfahren hier diesmal funktioniert. Gestern hat es nicht funktioniert im Livestream. Ich bin übrigens jetzt geimpft. Möchte ich an der Stelle gerade mal erwähnen. Hab das gute Zeug aus Mainz bekommen. Den guten Stoff. Sie wollten mir erst Wodka verabreichen, aber da habe ich dann gesagt, ich nehme dann noch lieber einen 21er Bourbon. Nein, gab BioNTech. Habe ich die erste Impfdose hinter mir. Am 21.06. ist dann der zweite Termin. Und dann habe ich mir meine Freiheit quasi wieder erspritzen lassen. Ist eigentlich auch geil, ne? Freiheit für die Spritze. Das darfst du in Frankfurt nicht sagen. Zumindest darfst du da nicht die falsche Spritze aufziehen. Nein, auch da wieder. Sehr schwarzer Humor. Nein, mein Tipp an euch, lasst euch impfen. Sofern ihr keine gesundheitlichen Einschränkungen habt oder sowas. Damit ist euch geholfen. Und damit ist allen anderen auch geholfen. Hat ja auch was mit Solidarität gegenüber anderen zu tun. Und in allererster Linie ist aber auch Selbstschutz. Weil ihr seid ja dann sehr wahrscheinlich immer noch ansteckend. Das ist ja bis jetzt immer noch nicht sicher. Ich bin auch kein Virologe oder so. Ich bin aber kleiner Lokführer. Ich habe eh keine Ahnung. Aber wenn ihr geimpft seid, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr schwer an Covid erkrankt, eher gering. Liegt dann noch bei 2%, zumindest mal mit BioNTech. Schön, dass man erstmal schimpfen muss, dass hier alles funktioniert. Ich bin begeistert.
So, dann machen wir auf die Schotten. Dann gehen wir mal eine Runde fliegen. Jo, das ist nochmal ein Bild, oder? Ich glaube, da checke ich diesmal. Na, verkehrten Knopf gedrückt. Na komm. Ich glaube, dieses schicke ich dann diesmal auch dahin. Oh, ein geiles Bild, oder? Und ihr bekommt es zuerst als Thumbnail zu sehen. Ist das nicht lustig? So, wir können die Schatten gleich mal zumachen. Ah, das ist noch ein geiles Bild geworden, oder? Die 018 und die 025. Ich weiß gar nicht, wie viel die Deutsche Bahn oder DB Regio von den Dingern überhaupt hat. Wenn sie überhaupt noch welche haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch welche davon haben. So, AFB mal auf 100 einstellen. Schön mit 300 kN ziehen hier. Damit sich das auch lohnt. So, quittieren brauchen wir nicht. Kennziffer war 10. Was auch immer da vorne jetzt passiert. 1,4 Kilometer. Das ist aber nicht der Regelbremsweg, Freunde. Möchte ich an der Stelle gerade mal erwähnen. So, da ich Arabic Transit erstmal nicht weitermache, weil mir das echt zu doof ist hier, gehen wir morgen Rhein-Ruhr-Osten eine Runde fahren. Also rund um Wuppertal. Übermorgen die Main-Spessart-Bahn und dann gehen wir mal mit 3 Folgen nach England. Kommen die Diesel-Legenden wieder dran. Tees Valley, East Coast Way und dann geht's endlich mal wieder nach Frankreich. Das wäre dann am Sonntag tatsächlich. Wo es keinen Livestream gibt, weil ich dort arbeite. Weil ich da nochmal genau gucken müsste, wie viel Uhr ich da eigentlich arbeite. Ich weiß das gar nicht. Oh, ein Gegengleis. Das ist aber nett. Haben wir ja lange nicht mehr Gegengleis. Mit 100. Oh, ich fahre am Sonntag nach Fulda. Von 17.36 Uhr bis 3.45 Uhr. So, obwohl ich Gas gebe, bremst du automatisch. Das liegt an der LZB. Dann fahren wir jetzt mal im Gegengleis. Ach, abgesehen davon, fällt mir gerade mal wieder ein, ich hätte die 10 auch so nicht quittieren müssen. Ich bin in der LZB quittieren wir gar nichts. So, Endeverfahren geht wieder nicht. Jetzt kriegen wir gleich wieder eine Zwangsbremsung. Und wieder Befehl 40. Oh Mann. Gebt mir das nur noch auf den Keks hier mit dem Mist. Dass hier nichts funktioniert, wie es soll. War ja gestern auch schon mit dem Übertragungsausfall. Also, das wäre jetzt so theoretisch so ein Übertragungsausfall, den wir jetzt hatten. Warum denn das mit der LZ... Oh, nee. Ey, ich darf da gar nicht drüber nachdenken, Leute. Zum Glück habe ich den Mist jetzt schon hinter mir. Jetzt soll ich auch noch mit 40 hier einfahren. Zugbeeinflussung.
LZB-Ende sagt mir 40. Ist genau derselbe Mist wie den wir gestern im Livestream hatten. So, jetzt sind wir aus der LZB raus. Dann wollen wir jetzt zumindest mal die 60 fahren. Die vorhin ja noch angesagt waren. Ja, das mit der AFB ist auch so eine Krankheit. Das ist aber nicht nur hier so, das ist auch beim ICE, dass die AFB da nicht so funktioniert, wie sie in der Realität funktioniert. Müsste ich eigentlich mal auf der Arbeit Videos von machen. Das darf ich ja. Aber da muss ich halt, muss ich mal eine Pause machen oder so. Muss ich mal ein bisschen früher auf eine Lok gehen und dann mache ich da mal ein Video von, wie die AFB auf den verschiedenen Lokomotiven funktioniert, die wir haben. Übrigens hätte ich jetzt eigentlich auch in... Zugbeeinflussung. So, Halter warten, dann sind wir im Bitterfeld. Zugbeeinflussung. Ja, wenigstens die Zugbeeinflussung funktioniert. Das ist schon mal viel wert. Man merkt auch echt, dass diese Strecke die erste deutsche Strecke war. Die ist nämlich nicht so toll ausmodelliert wie die anderen Strecken. So, es bleibt auf der rechten Seite mit der Tür. Machen wir die mal auf. Dann können wir den Bahnhof nochmal ein bisschen begutachten gehen. Hier ist ja eh Endstation für uns. Gehen wir hier nochmal ein bisschen luschern. Oh, die Passanten, ey, das ist schlimm. Ah, hier waren wir schon mal. Ah, ja, genau. Die schließen nicht automatisch, das mache ich per Knopfdruck. Dachte ich, sag's mal. Ja, ihr merkt, ich habe mit dem DLC nicht so viel Freude wie mit anderen DLCs. Das merkt man direkt. Der Taurus hat so schön funktioniert vor dem Update. So, gute Arbeit. Fahren Sie den Zug runter, bevor Sie aussteigen. Die Texteinblendungen, die sind mir auch immer so ein bisschen zu lang. So, stellen Sie den Hauptschalter aber aus. Und die Parkbremse auf an. Haben wir. Steigen Sie aus, um die Arbeit zu beenden. Okay, das ist runterfahren. Sondern wahrscheinlich wieder hinten an der Treppe. So, wo fährst du jetzt hin? Weiter nach Bitterfeld. Okay. Wunderbar. So, gucken wir mal, ob es da eine Goldmedaille für gibt. Jawohl. Jo. Das war eine kurze Folge. 30 Minuten hat die nur gedauert. Ihr seid dann morgen wieder eingeladen, um 18 Uhr einzuschalten zur nächsten Folge mit Trains in World. Und außerdem dürft ihr gerne einen Kommentar da lassen und einen Daumen, da freue ich mich drüber. Die Kommentare beantworte ich natürlich wie immer selber. Und die Einladung in den Discord, die steht auch noch da im Raum. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung oder oben auf dem Header.
Dort sind 5 Links von verschiedenen Homepages oder Webseiten hinterlegt, auch Facebook unter anderem und Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. In dem Sinne, euch einen schönen Abend und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.